Jetzt müsste es passen. Das war wahrscheinlich das Karma vor Anfang des Runs. Ja, diese paar Millisekunden, wo ich gesagt habe, ah, ist nicht so schlimm. Das ist das Ende viel schlimmer. Als ich der Spieler gedacht habe, nee, du kannst mich mal. Wir machen jetzt mal einen Strich durch die Rechnung, ne? Wird nix hier, von wegen nur diese paar Millisekunden. Du mich auch, Spiel, du mich auch. Oh, der war gut. Diese Kante ist mit all der schwierigsten Stellen im gesamten Spiel und das meine ich sogar ernst. Weil da kann man sich so leicht aufhängen. Also es ist jetzt nicht eine der Stellen, die am meisten Zeit frisst, aber vom Schwierigkeitsgrad her ist sie halt verdammt schwer. Oh, ich glaube, das war sogar neue Bestzeit. Dieses Segment. Oh ja. Nein! Warum? Du hattest dich so gut positioniert. Ah, ist immer noch sehr gut von der Zeit her. Boah, die Predictions. Wie ich einfach wusste, dass er da hinläuft. Und wie ich auch einfach eiskalt meine Flamme in die falsche Richtung schicke. Richtig beim Fliegen ist halt immer mal wieder. Ah, verdammt. Jetzt habe ich kein Feuer mehr. Ah! Nein, komm runter! Hör auf, dich zu bewegen! Gott! Ich würde den Run am liebsten jetzt schon wieder neu starten. Gott, das hat mich bestimmt jetzt. Das ist 5-6 Sekunden gekostet. Ich hasse sie mehr sogar noch. Wow. Ja, ja. Ja, das Wichtigste beim Fliegen ist halt, dass man nicht sofort neu flattert, sondern halt immer wartet, bis man gerade wirklich in die Gleitphase übergeht, weil sonst sieht man ja hier, gewöhnt man, kommt man höher. Oh, dankeschön. Das hat wieder ein bisschen was gut gemacht. Ey, weißt du, Fledermäuse sind eigentlich ganz schön nützlich dafür, dass sie so aggressiv sind. Tür. Sehr gut. Ach, Sascha, hi. Respekt, mein Lieber. Schau ja schon eine ganze Weile zu vom Handy aus. Du machst das jedenfalls genau richtig. Schade, dass hier niemand ist oder schreibt. Aber vielleicht kann ich das ändern. Werde mal PC starten. Oh, Dankeschön. Also ehrlich, ich bin mal ehrlich. Ich habe ja meinen Bot hier und ich habe auch schon gesehen, dass du da bist. Also...
Unbemerkt geblieben bist du nicht, aber ich wollte mal nichts sagen. Weil ich dachte, wenn, dann meldest du dich von dich aus, wie es ja gerade passiert ist. Aber geile Sache auf jeden Fall, bedanke ich mich für. Ich bin gerade... Nein! Da konzentriert man sich schon eine halbe Sekunde nicht. Ach, der Run ist doch eh für die Tonne hier. So, würdest du jetzt mal hochkommen? Jetzt kommt er nicht hoch, oder was? Jetzt Bolt. Das war knapp. Oi, 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 ach du Scheiße. Aber wenn das dann... Wow, wow, wow. Es geht ja fast so gut weiter hier. Ich werde nicht mehr. Ich kriege leider noch Panik, wenn das so weitergeht. Wow. Komm, hoch! Na, ungünstig, egal. Darauf kann ich verzichten. Na, ich hätte die Zeit noch gehabt, aber... Sehr schön. Sascha, übrigens, ich habe leider nur die Alerts gerade draußen, weil ich hier das hier gerade extrem spontan mache und diese Szene mal ebenso erstellt habe. Und ich habe da vergessen, die Alerts reinzuhauen. Schäme ich auch dafür. Schande über mich für die Alerts. Für die nicht vorhandenen Alerts. So rum. Ist doch egal, meinst du? Ich hasse diese Geister. Komm her, sehr schön. Nice. Das ist doch nicht wahr hier. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit verpasst, aber gut. Das ist okay. Das ist doch vollkommen okay. Aber es ist gut zu wissen, dass man wenigstens auf die maximale Distanz hier schon alles machen kann. Bleib da, jawoll! Perfekte Position, das spart zumindest mal ein bisschen was. Sehr schön auch, dass die Fledermaus hier
diesen Platz eingeräumt hat. Weniger schön hingegen ist, dass ich hier gerade so verfehle, wie er weiß was. Ich find's so süß, wie der Kleine da unten einfach flattert. Das ist so geil. Komm. Ah, eine Sekunde verloren, ist okay. Also ist natürlich nicht okay, aber was soll ich jetzt noch dran ändern? Für einen Speedrunner ist es natürlich ärgerlich, dass diese Stelle hier einfach so unendlich lange dauert. So. Ja, hier komme ich aber gerade ganz schön gut durch. Aber wirklich gut, wow. Also da habe ich jetzt wirklich ein bisschen Zeit gespart, das weiß ich so schon. Okay. Sehr schön. Danke für die Aufstiegshilfe. Wow! Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen wenig Leben habe, das heißt, mich gleich ein bisschen auf die Heilung konzentrieren muss und das ganz schön schnell. Läuft's doch eigentlich verdammt nochmal. Gut. Ja, mit dem verdammt nochmal war die Aussage gerade, glaube ich, sehr glaubwürdig. Ey! Geh da hoch! Zack. No, wow, ich habe aber wirklich einiges an Zeit gespart. Das merke ich hier, sehe ich hier gerade. Ja, oh, danke, Kleiner. Ja, wobei, durch das Tor relativiert sich das jetzt halt noch ein bisschen, aber so 5 Sekunden ist schon einiges. Das sind sogar noch mehr, das sind fast 10. Wow. Kampf wird so oder so Mist. Haben wir doch gerade erlebt, wie das ist. Ich habe sogar... Ah doch, ich habe einen Schaden genommen, aber... Hey. Ja, komm schon. Ja, 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 ja! Nicht ganz, aber hey, gut, das war gut. Nice. Nice. Jetzt Beilung! Mach das Tor auf! Mach das verdammte Tor auf! Trotzdem über 14 Minuten. Aber hey, besser. Neue Bestzeit. Man muss mit den kleinen Schritten.